Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 3 Titan Lords. So, wir haben ein Laberproblem. Wir können nicht auf die andere Seite. Ich habe es schon mit Papageienflug versucht, zweimal. Aber irgendwie lässt er uns nicht auf diese Seite. Das heißt, es muss irgendwo ein Schmäh sein. Als erstes werden wir mal unser Logbuch filzen. Und zwar, grüne Flammen. Drake will, dass ich das Leuchtfeuer im Leuchtturm hinter der Lavaschlucht entfache. Das bringt mir mal überhaupt nichts. Weil ich soll ja einen Weg finden, rüberzukommen. Ich habe gehofft gehabt, dass es mit der Höhle hier vielleicht funktionieren könnte. Aber ihr könnt es euch schon denken, ich habe keine Ahnung, wo es hier einen Zugang gibt. Dafür. Das ist natürlich jetzt doof. Hier kann ich nicht drüber fliegen. Hier kann ich nicht drüber schwimmen. Probiere ich mal hier ein bisschen den Weg entlang zu gehen und zu hoffen, ob es hier irgendwo vielleicht einen Baum gibt, den man umstürzen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich nichts wisse. Da drüben wäre was komisch. Kann ich mich da hochporten? Nur zur Zitadelle zurück. Nur hier hin und dann darauf laufen. Das könnte ich machen. Probier es mal von da oben, von der Ruine da aus. Ob da was geht. So, ein Sprint. Bin ich jetzt in verkehrte Richtung? Jo. Eigentlich schon, ist aber wurscht. Wir kommen hier auch irgendwie rauf. Also kann ich hier bleiben, passt schon. So, ich muss nur hier ruf, da ruf. So, das ist ein bisschen übel hier, ne? Kann ich hier jetzt rumklettern wie eine Bergziege? Ich habe auch keine Ahnung, ob es eine einfachere Methode geben würde, hier rüber zu kommen. Aber ja. So. Dann sind wir schon mal da. Dann geht's hier weiter. Um das hier herum. Und dann sind wir wieder da, sozusagen. Jetzt muss ich mich mal kurz umschauen. Ich hätte halt gern hier rüber gewollt. Ich weiß auch nicht, ob ich von hier aus fliegen kann. Hier auf dieses Gebäude kann ich auch nicht drauf, ne? Da steht auch nur zur Zierde da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da was, wow, was Bestimmtes brauche, um weiterzukommen. Weil... allzu gut klettern können wir da ja nicht. Glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das gewollt ist. Ich glaube nicht, dass das hier gewollt ist. Boah. Na, schaut nett aus. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Gut. Was können wir tun? Jetzt kann ich mir nur noch vorstellen, dass wir hier per Schiff rüberkommen. Ich werde mal noch mal zu Drake zurückgehen und schauen, ob er mir irgendeinen Hinweis geben kann, wie ich da rüberkomme.
Vielleicht habe ich ja Glück. Track. Na. Nein. Vielleicht kann Eldrick mir noch helfen, sonst bin ich schon, ehrlich gesagt, überfragt. Dämonenjäger werden. Mhm. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nichts lieber. Ich überspringe das kurz. Kopftüchelchen. Dämonenhaut. Steinfaust, Schattenkrieger, Papageienflug. Tjo. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt da schlecht. Nate. Kann mir auch nicht helfen. Jo, was mache ich denn jetzt? Hoppala. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ich kann hier nicht drüber fliegen. Ich kann da nicht drüber fliegen. Sobald ich hier bin, ist es wie eine Wand. Die Höhle da oben ist verdächtig, aber... So einen richtigen Zugang habe ich da jetzt auch nicht. Da bin ich aber auch noch nicht drüber gelaufen, glaube ich. Ob hier der Turm was bewirken kann? Ich glaube fast nicht. Hier wäre halt die beste Stelle gewesen. Aber wie gesagt, ich kann weder drüber fliegen, noch sonst was machen. Das ist echt... Das ist echt blöd. Ich habe auch keine Ahnung, ob das vielleicht eine Quest für später wäre. Kann ich auch nicht sagen. Es muss doch mit dem Papageienflug möglich sein. Das gibt's ja nicht anders. Wofür hat man denn den Zauber, wenn er nichts bringt? Ist echt ein kleines Rätsel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich speichere hier nochmal. Und probieren noch einmal, ob es nicht doch geht. Mit dem Papageienflug. Nein. Nein, 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 nein. Da wirklich überfragt. Bin da echt überfragt. Da muss es hier doch irgendwie eine Höhle geben, dass man da auf die andere Seite irgendwie durchlaufen kann. Auf der Karte finde ich da auch nichts. Die Stelle hier ist auch verdächtig. Und er redet auch noch so deppert, dass ich drauf schauen soll, irgendwie den Lavafluss hier zu überqueren.
Wo ist nochmal ein Stück weiter unten? Und zwar hier. Also ich sehe mich da jetzt gerade nicht wirklich raus. Am meisten ärgert es mich, dass es hier unten nicht geht. Das ärgert mich halt wirklich am meisten. Dass ich hier nicht drüber fliegen kann. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Ob uns unsere Schaluppe darüber bringen kann? Glaube ich fast auch nicht. Dass man hier rüber segeln kann, ne, und da anhält einfach. Muss das denn so kompliziert sein, bitte? Andererseits, ich würde auch nicht wissen. Wo es hier eine Höhle geben würde. Vielleicht hier drinnen, vielleicht kann man hier durch. Dass man dann vielleicht da oben rauskommt. Ich probiere es nochmal bei dem Schifferl da unten. Vielleicht bin ich einfach nur doof. Und es hätte funktionieren können. Ich weiß es nicht. Da drüben waren wir eh schon. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal zur Fregatte. Vielleicht kann er uns helfen, ne? Servus. Pass auf deinen Rücken auf, klar? Ja, okay, der kann uns nicht helfen. Strand der Fische. Ich probiere es einfach mal. Ah ja, das ist hier. War klar. Horas, das bringt mir jetzt auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Das bringt mir gar nichts. Leider. Ich könnte aber auch versuchen, das später zu lösen. Vielleicht gibt es mal einen Zauber oder so, der uns da weiterhelfen kann. Ehrlich gesagt, ich habe keine Idee mehr. Das ist echt eine blöde Geschichte. Hier oben ging es ja nicht mehr weiter, das wissen wir. Da haben wir das Mädel gefunden. Eventuell hier, da ist auch nichts weitergegangen, glaube ich. Das ist echt komisch, dass ich nicht drüber fliegen darf. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich etwas, das ich erst später machen kann.
Hier bin ich noch nicht lang gelaufen, aber ich fürchte, dass hier auch nichts ist, was uns helfen kann. Das ist jetzt echt doof. Zur Not muss ich es halt wirklich sein lassen, hilft nichts. Hilft wahrscheinlich alles nichts, ne? Ich habe keine Zeit zum Quatsch. Ja, ja. Wird nichts bringen. Es ist lästig, echt, muss ich schon sagen. Na, die können mir, glaube ich, alle nicht helfen. Es hilft doch nichts, mich hier im Kreise zu drehen. Auf mal einen Schluck. Jo, ich glaube, wir werden die nächste Insel ansteuern, ne? Da man hier scheinbar per Du nicht weiterkommt, werden wir dann, glaube ich, die nächste Insel besuchen. Wo ich das schon gern gemacht hätte mit dem Leuchtfeuer, ehrlich gesagt. Es könnte auch wieder sein, dass es eine Quest für später ist, ne? Wäre ja schließlich auch nicht das erste Mal. Und ich kann hier auf der Karte schauen, wie ich lustig bin. Es scheint nicht so, dass es hier eine Lösung für das Problem gibt. Das mit dem Fliegen irritiert mich voll. Da nicht drüber darf, das stört mich schon irrsinnig. Früher war da mal ein Fluss. Ich meine, das wäre so einfach, hier rüber zu kommen. Wäre wirklich, das wäre halt wahrscheinlich zu einfach, ne? Ich meine, was ich noch probieren könnte, wir haben ja so eine Magie, ne? Ich meine, Runen kann ich jetzt nicht benutzen, aber das ist tatsächlich das hier sein soll, Runenhaut? So nicht. Kann ich, glaube ich, eh nicht benutzen, weil es eine Rune ist. Dass ich da nicht rüber darf. Jetzt echt ein Rätsel. Vielleicht geht das wirklich für später. Dann gehe ich nochmal zur Schaluppe zurück. Hilft ja nichts, ne? Dann gehe ich nochmal zu unserem Schiffchen zurück und schaue, ob wir Dings ansteuern können. Die Kristallinsel, die Magierinsel. Ja. Ansonsten fällt mir da jetzt nichts mehr ein. Vielleicht brauche ich ja auch mein eigenes Schiff, dass ich dann das hier frei bereisen darf. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es mittlerweile auch eine, weiß ich nicht, eine Ostvariante von der Insel hier. So, zur Fregatte, dann zum Fischerstrand und von hier aus auf die Schaluppe.
Dann speichern wir das Ganze nochmal. Und sagen... Hä? Mit dem will ich jetzt nicht reden. Mit dir, Bones, will ich reden. Autos sind gehaut. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Dämonenjäger haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen handeln. Doch ihre Kraft allein wird nicht reichen, den Tod aufzuhalten. Okay. Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Irgendwie können wir jetzt... Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Wie ich schon sagte, zeige es einem Schaman. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann. Bis dahin sammle weiter schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Super, Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei mir benutzt. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Aha. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Aha. Ich zeige es dir auf deiner Karte. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Danke. Geht ja. Einfach lieb zureden. Okay, das hätten wir soweit. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt nochmal. Und stech in See und schau, ob die Quests kaputt gehen oder komm nicht. Komm mit. Sicher. Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte wegsegeln. Ist egal. Dann in See stechen. So wollte ich eigentlich. Und zwar Taranis normalerweise. Die Donnerinsel mit den Magen. Wo waren wir denn noch nicht? Die Nebelinsel wäre noch ein Thema. Die Insel der Diebe wäre noch ein Thema. Und sonst hätten wir alles. Ich würde sagen, wir machen Taranis und dann machen wir noch die Insel und die da, die beiden halt noch. Schauen wir uns dann zum Schluss an und dann werden wir uns den Dämonenjägern anschließen. Bin ich mir recht sicher, dass wir das so machen werden. Wir segeln mal weg. Ich schaue mal, ob die irgendeine Quest kaputt geht. Wenn nicht, dann auch gut. Dann schauen wir uns mal bei den Magiern ein bisschen um. Würde ich sagen. Sollte die Quest kaputt gehen, oder eine Quest kaputt gehen, muss ich mir das halt noch anschauen. Momentan schaut's gut aus. Ja, alle Quests da, sehr gut. Wir nehmen mit, ich würde sagen, Horas. So, wir sind auf Taranis. Was wirst du jetzt tun? Der Magier Erasmus schickte mich nach Takarigua, um ihm den Monolithenstein von dort zu besorgen. Er braucht das Ding für sein Experiment. Er nennt es Reaktor. Wenn ich bei Erasmus aufkreuze, muss ich mich wieder für jeden Mist rechtfertigen. Komm, gib mir den Stein. Ich mach das für dich. Ehrlich? Danke, Mann. Dafür hast du einen Gut bei mir. Hier hast du den Stein. Bring ihn zu Erasmus. Er wird sich darüber freuen. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich bin froh, dass ich Teil deiner Crew bin. Doch um ehrlich zu sein, müsste ich mich eigentlich bei Faruko melden. Er sagte mir, dass ich zu ihm kommen soll, wenn ich von Takarigua wieder da bin. Wo ist das Problem? Dann melde ich doch einfach. Wo ist dieser Magier Faruko? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Mhm. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so ein Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigua als geplant. Aber es war auch eine verdammt harte Nuss. Wieso bist du eigentlich zu den Magiern gegangen? Wieso bist du eigentlich zu den Magiern gegangen? Hey, die Magier sind cool, keine Frage. Aber manchmal können ihre schlauen Sprüche wirklich nerven. Mhm. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein. Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Puh, du hast mir eigentlich schon genug geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch von dir verlangen kann. Ich werd's überleben. Na schön, danke. Ich werde mich revanchieren. Erzähl ihm aber bloß nicht, dass ich auf Takarigua gestohlen habe. Er hat sowieso schon...
Naja, du wirst es ja sehen, wenn du mit ihm sprichst. Und wo ist er? Wo ist dieser Magier Faruko? Ich schätze, er ist irgendwo in der großen Halle im Magierlager. Da ist er meistens. Dann komm mal mit. Komm mit. Jawohl. Sehr schön. Gut. Wie geht's dir, Edward? Ist alles beim Alten, wie es ausschaut. Bones, alles beim Alten. Dann würde ich sagen, wir gehen mal an Land. Gnome als Hafenarbeiter. Von der Idee habe ich noch nie etwas gehalten. Wieso? Da verschwinden doch mehr Waren als ankommen. Ja. Das habe ich so mir jetzt auch gedacht. So ist das korrekt. Wer bist du? Marbuk. Fracht? Was? Bist du nicht mit dem Boot da angekommen? Was für eine Fracht habt ihr dabei? Nur uns selbst. Ach so, dann seid ihr gar nicht hier, um neue Waren für das Magierlager zu liefern. Nein. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja, es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker. Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Na gut, das zu dem. Dann schauen wir uns weiter um. Da drüben ist ein schönes Schiffchen. Da haben wir ein Gnümchen. Safi. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Klar, hier nimm. Pech gehabt, Kleiner. Sitzt gerade auf dem Trockenen. Na, dann nimm. Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk. Was macht Gaga? Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Ein Gnom, der rumsäuft? Ein Gnom, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Aha. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Ja? Homi will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Was denkst du über die Magier? Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Aha. Rum ist für dich flüssiges Gold? Jip, jip. Hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Jo. Was? Vergiss es. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Schöne Dingis, Homie Lucky. Ja, Homie Lucky. Ach du Heilige. Rum werde ich mir tatsächlich kaufen. Grog war jetzt der, was mir heilt, oder? 62 und 31. Ja, dann nehmen wir auch ein bisschen Grog noch mit. Alle vier am besten gleich. Jo. Ich glaube, das ist okay. Dann verkaufen Blunder. Oder warte. Ausrüstung. Gibt's irgendwas? Ja, das ist halt echt Müll, ne? Die Stoßklinge brauche ich auch nicht wirklich. Das brauche ich auch nicht. Das Magier-Florett vielleicht. Lass mal noch den Streitkolben, brauche ich auch nicht mehr. Auch kein Entermesser, auch kein Krabbenstecher. Die Schattenklinge brauche ich auch nicht, weil der Blankenbrecher ist einfach besser. Ja, den tun wir auch weg. Eine Armbrust tun wir weg. Eine Schrottpistole. Ja, ich glaube, das passt aber schon mal. Handel akzeptieren. Servus. So, wen haben wir denn da? Rumbold. 25 Pakete Wurst, 35 Laibe Käse, 200 Buddeln Branntwein. 8 gepökelte Warzenschwein. Wer? Wie? Was ist?
Netter Hafen, für wen ist das ganze Krempel hier? Netter Hafen, für wen ist der ganze Krempel hier? Krempel? Das ist allerbeste Ware aus den entferntesten Winkeln. Weißt du überhaupt, was für einen logistischen Aufwand es mit sich bringt, das ganze Zeug zu beschaffen? Eine sichere Handelsroute, fähige und seetüchtige Kerle, zuverlässige Lieferanten. Für wen das ist, wollte ich wissen. Oh, ach so. Für die Magier natürlich. Aha. Verkaufst du auch was von dem Krempel? Verkaufst du auch was von dem Zeug? Nur wenn du zahlen kannst. Und wenn deine Taschen leer sind, lass dir ja nicht einfallen, hier was mitgehen zu lassen. Hatte ich nicht vor. Gut, denn ich kann genau zwei Dinge nicht leiden. Ratten zwischen meinen Waren und verlaustes Diebespack. Aha, dann sind wir nicht, also sind wir genau richtig hier. Was? Hast du ein Problem mit Dieben? Hast du ein Problem mit Dieben? Ja, zum Geier. Und das schmeckt mir gar nicht. Weißt du, wer dich beklaut? Bestimmt sind's die Gnome gewesen. Aha. Sie waren es mit Sicherheit. Ich will sie nicht zusammenscheißen, bevor ich nicht Gewissheit habe. Jemand müsste sich nachts zwischen den Kisten auf die Lauer legen. Dann würde man diesen kleinen Stinkern schon auf die Schliche kommen. Von welchen Kisten sprichst du? Von welchen Kisten sprichst du? In der Nähe unseres Hafenkais findest du eine Ansammlung von Kisten und Fässern. Geh einfach vom Lagerhaus die Treppe runter und halte dich rechts. Dann siehst du den Stapel schon. Und was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Wenn du es wirklich ernst meinst, dann findet sich da schon was. Geht's nicht etwas genauer? Auf verrostete Suppenkellen stehe ich nicht. Ach, lass dich überraschen. Ich werde schon was springen lassen. Okay. Ich finde raus, wer dich beklaut hat. Ich finde raus, wer dich beklaut. Sehr gut. Mhm. Ich binde derweil ein paar Galgenstricke für ein paar Gnomenhälse. Nun wart's erst mal ab. Ja, ja. Denk lieber daran, wenn du dich da bei den Kistenstapeln auf die Lauer legen willst, dann musst du das nachts tun. Ist logisch. Wenn's dir hilft, hau dich einfach in ein Bett und schlaf ein paar Stunden. Gut, passt. Servus. Und somit sage ich auch Servus, weil der Part auch schon zu Ende ist wieder für heute, ne? Ich glaube nicht, dass es die Gnome sind. Vor allem nicht der, weil der tut gern saufen. Vielleicht ist es tatsächlich etwas anderes. Aber wir werden es erst im nächsten Part erfahren. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!